Hallo und herzlich willkommen zu diesem Special-Video zu Magic Duels mit mir, dem Nick. Ich zeige euch heute das neue Update Color Dash, was ein neues Booster-Pack mit sich bringt und ein paar weitere Sachen, die ich euch zeigen kann. Und ich hoffe, dass meine Münzen ausreichen werden für alle Booster-Packs in dem Color Dash-Update, damit ich euch auch wirklich alle Karten zeigen kann. Die Münzen habe ich alle zusammengefarmt. Das geht eigentlich relativ easy, ihr müsst einfach nur jeden Tag einen Online-Kampf machen, weil da kriegt er dann 20 extra Münzen. Und natürlich ganz wichtig, die Quests alle machen. Habt ihr da in einer Woche locker 2000, ohne Probleme. Wenn ihr natürlich noch mehr spielt, dann noch mehr. So, wir kaufen jetzt einfach mal alle Booster. Ich mache erstmal alle Booster auf. Und, also, wir machen jetzt wirklich alle auf. Und ich hoffe, dass es ausreicht, aber ich denke, das müsste... Boah, das wird aber knapp, du. Weil ich möchte euch ja dann die Karten auch zeigen. Kann man dann einen Filter aktivieren. So, maximal verfügbar. Das reicht nicht ganz. Ich fasse es nicht. Ja? Wie viele Karten hat denn das Booster? Ist ja Wahnsinn. Okay, da muss ich noch... Ja, gut, dann mache ich schnell zwei Wettstreitkämpfe und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Ist ja wohl jetzt ein Witz, hä? Das ist ja jetzt ein Scherz. Das hat nicht funktioniert. Ja, ich cutte hier an der Stelle übrigens. Bis gleich. Oh, jetzt reicht es aber, ne? Ja, es reicht. Sehr gut. Damit haben wir dann alle Karten. Jetzt muss ich hier echt noch ein Duell machen. Das ist ja wohl ein Witz. So, und jetzt gehen wir mal in die Kartensammlung. So, wir können jetzt hier auswählen Color Dash. Und dann können wir uns die alle mal angucken. Oh, eine schöne Flickerkarte. Ja, okay. Oh, so viel gleich. Okay, die ist krass. Andere Kreaturen, die erhalten 1-1. Fabrizieren 2. Fliegend, Wachsamkeit, Lebensverknüpfung. Heilige Scheiße. Aber für 5 Mana? Ja, okay, der Effekt ist halt geil, ne? Oh. Okay. Die kann einiges. Kann man den Gegner ziemlich gut mit in Schach halten. Die kenne ich irgendwoher. Die gibt es auch als Hexerei, so ähnlich. Nice. Oha. Die ist interessant. Die ist ziemlich stark. Eine Verzauberung oder ein Artefakt deiner Wahl. Für ein Mana. Okay. Pflicht für weiße Decks hier. Das Ding ist gegen alles gewappnet. Gegen Mildex ist das ziemlich geil. Oder halt auch allgemein für Artefakt-Decks. Krass. Ja, das sind so die Standardkarten. Ja, nee, oder? Alter. Okay, ich glaube, ich baue mir mal ein Artefakt-Deck. Das kommt bestimmt auch noch in nächster Zeit. Einfach mal ins normale LP reingucken. Das ist dann da, weil das ist hier ein extra Video. Das zählt ja nicht. Ja, für 4. Gut, es gibt auch Artefakte, die kosten halt über 5. Da ist das schon ganz gut. Das war's dann schon mit den weißen Karten, oder was? Okay. Oder Fahrzeuge bemannen. Ja, gut. Fliegend. Ja, das ist ein bisschen teuer.
Ja. Die ist so selten. Warum ist die so selten? Okay, sie kostet nur ein Mana. Deshalb vielleicht. Ja. Ja, auch wieder so eine Flickerkarte. Oh, die finde ich ja so super. Ah, die ist schön. Die habt ihr ja noch gar nicht gesehen, außer ihr guckt das Video ein bisschen später. In jedem Versorgungssegment 3 Energie, das ist. Also das mit dem Energie. Das kann ich eigentlich dann auch mal ganz kurz erklären, auch wenn es hier steht, ne? Was das eigentlich ist. Das ist so eine Art Hinweis. Zählt aber als Energie. Zählt aber nicht als Artefakt, übrigens. Die ist ganz witzig. Ja, die ist cool. Okay, das ist so eine Standardkarte. Wow. Boah, die kann fies sein. Vor allem, das ist ein Spontanzauber ist auch noch. Ja, die gefällt mir. Vor allem für 2 Mana ist die relativ günstig. Okay. Draw Speed Karte. Die ist ziemlich böse. Die kann halt nur 2 Mana kosten, ne? Wenn man 5 Artefakte kontrolliert. Da haust du die einfach mal für 2 Mana raus. Alter. Als ob er nicht Verteidiger hätte. Das ist ja okay. Das ist cool. Ja, die gibt es auch in 100 verschiedenen Ausführungen, diese Karte. Heißt immer anders, aber der Text ist immer der gleiche. Oh. Millen mal auf die ganz neue Art und Weise, oder wie? Ah, Draw für 4 Mana, bisschen krass. Die fand ich so cool vorhin in dem Booster. Also, vorhin in dem Booster. Das habt ihr überhaupt nicht gesehen. Ist ja ein anderes Video. Das vergesse ich immer. Weil ich habe, bevor ich das jetzt mache hier, habe ich ja die Story einmal erst gespielt, damit ich das freie Booster-Pack bekomme. Und natürlich Münzen. Okay. Was mit den blauen Karten an hier? Ich weiß gar nicht, ob das wirklich richtig nach Farbe sortiert ist. Oh, die ist ja fies. Da kannst du einen Einser-Tofter hier. Hau mir hier und ich krieg deinen Ulamog oder so eine Scheiße. Auch ziemlich cool.
Ja, Bravour kennen wir schon. Ja, die finde ich jetzt gar nicht so gut hier. Fabrizien 1, die finde ich auch nicht gut. Wow, okay, die ist cool. Sowas mag ich nämlich, dass man sich einfach irgendeine Karte raussuchen kann. Das bringt so viel Value einfach nur. Okay, für 4 Mana auch recht teuer, aber zu Recht. Okay, die, ja, die finde ich cool. Ich bin so ein Fan von Kartensearchen. Bam, Junge. Die ist auch nicht schlecht. Boah, das Bild ist cool. Boah, ich habe noch 5 Münzen, gell? Mensch. Ja, ziemlich gut. Naja. Okay, das ist mehr so Aggro-Deck. Oh ja, die ist ziemlich stark. Ja, also immer wenn irgendein Artefakt auf den Friedhof gelegt wird, also das wir kontrollieren, dann verliert der Gegner Lebenspunkte in Höhe der Stärke dieser Karte hier. Und da die ja Fabrizien 3 hat, kommt die höchstwahrscheinlich mit 4 schon ins Spiel. Ja, das, wenn man das gut kombiniert, ist das ziemlich schnell vorbei. Die Nachtschicht kommt sie. Okay, Moment. Ziel zu Beginn. Ziel. Ja, jetzt ist halt die Frage: Kann man die Stundenmarken wieder aufbessern? Anscheinend nicht. Ja, Standardkarte. Oh, die? Ja, die wird, glaube ich, eine bestimmte Karte setzen, die ich gerade so im Kopf habe. Ja, in so einem richtig starken Artefaktdeck bringt die richtig was, wenn man so richtig viele Tofte hat. Ja, die ist so. Muss man einsetzen können, die Karte, ansonsten bringt die gar nichts. Weil man muss halt auch immer eins bezahlen dann, ne? Das ist so. Naja. Oh ja, die fand ich so cool. Ja, da kann man so richtig schön Marken sammeln und dann BÄM! 6 Schadenspunkte. Einem Spieler leider nur. Das heißt, im zweiköpfigen Riesen bringt die keinen Vorteil. Finde ich immer ein bisschen schade. Was haben wir denn hier noch? Das ist aber krass für ein rotes Mana. 3-3. Oh, ein Planeswalker. Chandra, Fackel des Widerstands. Kostet 4 Mana. Schicke die Oberste, du kannst ja.
Okay. Höhe der Mana-Vorrat um 2 Rot. Minus 3 Genderfuck des Widerstands fügt eine Kreatur deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu. Und minus 7 gehört zu einem Emblem. Damit immer, wenn du einen Zauberspruch wirkst, fügt dieses Emblem einer Kreatur oder im Spiel. Ach du heilige Scheiße. Was ist das denn für ein krasses Ding? Okay. Kann was. Kann definitiv was. Boah. Ja. Die Auswahl ist nicht leicht, ne? Aber. Ja, geht's so? Die hatten wir vorhin schon in dem Booster, ne? Ja, Kontrolle übernehmen. Oh. Ja, für 4 Mana. Ist fraglich, ob sich das lohnt. Ja. Der ist eigentlich ganz gut für ein Mana. Also 2-3 dann halt. Kann was. Die Bilder sind auch mega gut gemacht. Pianala. Na toll. Die hat mich abgefuckt in der Story übrigens. Die Story kommt übrigens noch in extra Videos. Wenn ihr euch das fragt. Also, die kommt auf jeden Fall. Ja, die fand ich ziemlich geil. Für Burn-Artefakte ist die schon ziemlich gut. Ja, geht so. Oh, da beginnt schon die grünen Karten da unten. Das Video ist dann natürlich auch ein bisschen länger. Ich werde dann noch auf ein paar einzelne Karten wahrscheinlich näher eingehen, weil ich so ein paar Ideen damit hätte. Eine hatte ich vorhin schon im Kopf, die ist mir aber gerade wieder entfallen. Jetzt kommen so die Billigdinger hier. Ja, die finde ich eigentlich ganz gut hier. Okay. Also wenn man die richtig einsetzt, ist das ein One-Turn-Kill. Mhm. Naja. Naja. Die finde ich cool. Schade, dass man hier keinen Spieler wählen kann. Dann wäre sie noch geiler. Ja, hier auch wieder so eine Karte, so ein Artefakt Verzauberungszerstörkarte, die einfach top ist, ja, weil man halt sogar noch 2 Lebenspunkte bekommt. Also, wenn ihr grün spielt, dann ist die Karte ein- oder zweimal sicherlich nicht verkehrt im Deck, weil jeder spielt mit Artefakt und oder Verzauberung, also da habt ihr nur Win draus aus der Karte. Außer natürlich, hier spielt total Aggro, da braucht ihr die nicht. Die finde ich auch geil. Ja. So richtig schöner Landungseffekt. Wäre für mein Ramp-Deck ganz gut. Das habt ihr, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ich habe inzwischen wieder 80 Stunden mehr als noch in der letzten Aufnahme an Spielzeit. Was schon mega krass ist. Mhm. Für ein Mana? Oh, das ist gut. Oh, der Effekt ist so teuer hier. Vor allem dann nur noch bis zum Ende des Zuges auch. Ja.
Also halt die Marke bleibt, aber die Fluchsicherheit bleibt nicht. Für drei Energiemarken ist das schon recht teuer. Und da sehe ich schon wieder einen Planeswalker aufblitzen da unten. Ja. Ist so ein Nebel, nur teurer und blöder. Ja, das die geht so. Zerstören ein Artefakt, eine Verzauberung oder ein Land deiner Wahl. Also, wenn ihr so richtig auf Nummer sicher gehen wollt, dann spielt einfach die hier. Weil ihr könnt ja auch ein Land zerstören, ne? Das ist auch gut. 5 Mana kostet die. Ja. Kann was in einem Deck, was ziemlich viele kleine Scheißviecher spielt. Oder halt zumindest viele Monster. Was? Langlebiges Handwerk. Ja, so lange lebt es anscheinend nicht, ne? Die finde ich recht cool. Und die mag ich auch. Weil sie Reichweite hat. Die kostet genauso viel Mana wie diese eine grüne Karte, Titanisches Wachstum. Die macht allerdings nur plus 4, plus 4. Ah, da habt ihr schon mal hier einen Ersatz. Auch ganz gute Karte. Es wächst schon noch. Genau, es wächst schon noch. Es ist dann halt so groß wie das hier. Ja. Okay. Ziemlich geil. So. Nissa, Macht des Lebens. Enttappe ein Land deiner Wahl, das du kontrollierst. Bis zu deinem nächsten Zug würdest du ein 5-5 Elementarwesen-Kreatur mit Eile. Es ist immer noch ein Land. Bringe eine bleibende Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Du hättest ein Emblem mit immer, wenn ein Land unter deinen Kontrollen ins Spiel kommt, kannst du eine Karte ziehen. Ja. Ja. Chandra fand ich besser. Ui. Wow. Okay, die ist cool. Vor allem nur ein Mana. Okay, die ist auch legendär, also. Oh, jetzt wird's gleich richtig interessant mit den Multifarbenkarten. Das Ding geht, glaube ich, jetzt auch schon eine halbe Stunde, das Video, weil ich euch wirklich alle Karten zeige hier. Und nur Blödsinn quatsche dazu. Ich denke, es wird auch noch eine Folge kommen mit dem Deckbau. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, was ich mache. So ein Markendeck vielleicht. Wäre bestimmt ganz witzig. Ja, die ist ja wohl immer mega kacke. Das ist schon deutlich besser. So, dann gucken wir mal, was hier so gibt. 5 Mana. Ja, das mit den zwei Karten ziehen ist bitter. Und den Lebenspunkten. Und die fliegt auch noch. Wow. Holy shit. Die ist krass. Ja. Andere Zwerge, die könnte es sein. Okay. Ich habe jetzt nicht wirklich aufgepasst. Gab es viele Zwerge hier drin? Also ich sehe halt jetzt hier ein paar Zwerge, ja. Ich sehe da rechts schon wieder einen Planeswalker. Mensch. Zack. Ah, Piloten sind dann extra dafür gemacht. Okay.
Wow. Alle Kreaturen übrigens. Ja. Mit der Wachsamkeit. Das ist krass. Ja, der ist ganz cool. So. Shahili Ray heißt jetzt bei mir. Hellsicht 1. Shahili Ray fügt jedem Gegner einen Schadenspunkt zu. Asozial, im zweiköpfigen Riesen vor allem. Erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie eines Artefakts oder einer Kreatur deiner Wahl, das bzw. die du kontrollierst, ist. Außer, dass er zusätzlich zu seinen anderen Typen ein Artefakt ist. Der Spielstein erhält Eile. Ja, und ins Exil schicken müssen wir ihn auch noch. Minus 7, durchsuche deine Bibliothek noch bis zu 3 Artefaktkreaturen mit unterschiedlichen Namen, bringe sie ins Spiel und mische dann deine Bibliothek. Okay, das ist cool. Der letzte Effekt ist ganz gut, der zweite ist nur im Notfall zu gebrauchen, wenn man auf den hier halt nicht mehr hinarbeiten kann oder möchte. Der erste ist ganz cool. Ja, für 3 Mana ist der Planeswalker ganz gut. So. Ah, den finde ich zum Beispiel mega cool, weil das kann man noch öfter machen hier, weil der tappt ja nicht. In Verbindung mit diesem weißen Monster, was pro Versorgungssegment 3 Energie erzeugt, ist der hier super. Okay, das ist cool. Das ist cool. Das gefällt mir richtig gut. Und die ist auch ziemlich krass. Kreaturen ohne Marken. Mhm. So, jetzt kommen die ganzen farblosen Sachen, also die ganzen Fahrzeuge vor allem auch gleich. Was ja Kaladesh so ausmacht. So, 7 Mana, Fabrizien 1. Ja. Finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. So, da haben wir noch das erste Fahrzeug. Das ist bedrohlich und braucht zum Bemannen zusammen Stärke 4, hat dann 8-6. Boah. Aber halt nur bedrohlich, ne? So, das nächste Fahrzeug. Die finde ich zum Beispiel viel besser als die von gerade. Ja, die finde ich jetzt auch nicht so geil. Wie kommt hier eine Karte? Das wäre natürlich geil, wenn immer, wenn das Ding bemannt, man eine Karte ziehen könnte. Das wäre natürlich mega der Shit. Okay. Ob das so gut ist? Kann ziemlich böse sein, ja. Ah, da ist es sogar... Nee, das ist nicht die Mauer, die ich meine. Aber die hat Reichweite, das ist cool. Mhm. Boah, der ist krass. Mhm. Ja, da kommen noch einige Karten anscheinend hier. Ja, der ist nicht so geil. Ja, hätte ich vielleicht ein Deck sogar, wo der reinpasst, ganz gut. Die finde ich dumm. Mhm. Die ist cool hier. Vor allem die Bilder, ich bin immer wieder fasziniert gerade von den Bildern. Die sind super. Okay. Die kann was. Die kann auch was. Okay. Alter.
Handwerker. Ja, für Tofter-Decks, wie gesagt, sind solche Karten natürlich super. Multiformenwunder. Ein Wunder. Ja, so gut finde ich die jetzt gar nicht. Und das ist die letzte Seite hier. Also ihr müsst halt echt drauf achten, ihr spielt die ersten mit 3 Mana aus, dann liegt die erstmal, das ist ein Fahrzeug, also es ist auch nur ein Artefakt und mehr nicht. Und dann müsst ihr die noch bemannen, also ihr müsst halt tappen, eine Kreatur oder mehr, die zusammen diese Stärke hier geben und dann kommt das Ding ins Spiel. Ziemlich geil eigentlich. Wow. Die finde ich zum Beispiel super geil. Aber die ist auch zu Recht. Darf man die nur einmal spielen, die Karte? Das ist natürlich doof. Ein bisschen teuer. Naja. Okay. Es gibt natürlich auch Länder, die mit Energie synergieren, natürlich. Okay, das ist geil. Das ist jetzt schon geil und ich habe nur den ersten Satz gelesen. Ja, die ist cool. Die gefällt mir. So, das war's jetzt mit allen Karten. Ich habe auch gar nicht mehr so viel zu sagen eigentlich. Ich habe eigentlich alles schon währenddessen gesagt, so welche Karten ich ziemlich cool finde. Ist auf jeden Fall ein interessantes Update. Das mit den Fahrzeugen gefällt mir gut, das mit den Energiemarken sowieso. Und warum blinkt das hier die ganze Zeit auf? Was soll das? Naja, die haben hier wieder Erfindermesse. Ja. Ja, die beiden hier. Gibt's neue. Ich empfehle euch natürlich, wenn ihr ein Deck bauen wollt, dann nehmt das Deckbautool und nicht den Assistenten, weil, ja, so habt ihr halt mehr Kontrolle über das Deck. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das macht. So, jetzt würde ich euch natürlich gerne noch im Store diese anderen Sachen zeigen. Kann ich aber nicht, weil ich keine Münzen mehr habe. Ja, also ich werde euch schon gerne zeigen, wie das dann im Spiel aussieht. Kommt vielleicht noch, also dass das so viel kostet, ist schon krass. Aber vielleicht, wenn man es mal hat. Ich hoffe, euch hat das Update gefallen. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, was ihr so von dem Update haltet und was ihr euch für die Zukunft noch wünscht in Magic Duels. Ich würde mir zum Beispiel hier mehr Kampfmodis wünschen. Zum Beispiel alle gegen alle, also 4 Spieler. Oder dass der zweiköpfige Riese mal ein bisschen gebugfixt wird. Lauter so Sachen. Wie gesagt, schreibt es mir in die Comments.
Ich bin interessiert an eurer Meinung und damit sage ich vielen Dank fürs Zusehen, haut rein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Magic Duels. Ciao.